Pokémon Go Fest, Tag 1. Ich habe heiße Informationen aus Australien, dass wir uns auf das Event auch ein bisschen vorbereiten können. Ich werde mich sehr kurz halten, später noch Schillernde verschicken, um ein bisschen Platz zu machen, aber genießt das Event auf jeden Fall. Die Habitatrotation bei uns, hoffentlich habe ich mich da nicht verrechnet, wir sind GMT plus 2, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Um 10 Uhr beginnt es bei uns mit Pflanze, das ganze Event ist ja weltweit, deshalb hat jede Region ein anderes Habitat zuerst. Bei uns eben Pflanze und es endet dann um 19 Uhr bis 20 Uhr mit Wasser. Je nachdem, welche Pokémon man benötigt, kann man sich hier seine Spielzeit einteilen. Dann großartige Neuigkeiten auch für alle ohne Ticket. Die Info stammt von Niantic, die Grafik von Couple of Gaming. Dankeschön dafür. 7 Kilometer Eier, die man an beiden Tagen zwischen 10 und 20 Uhr aus Geschenken erhält, haben diese Pokémon drin. Auch ohne Ticket. Egal, mit Ticket, ohne Ticket, Tag 1 und Tag 2. Man muss die Geschenke zwischen 10 und 20 Uhr öffnen. Dann können die Pokémon in den Eiern drin sein. Wann man sie brütet, egal. Es zählt dann, wann ich die Geschenke öffne. Und von wann das Geschenk ist, ist auch egal. Das kann mir jemand vor 2 Jahren geschickt haben. Gab es da schon Geschenke? Egal, ihr wisst, was ich meine. Je nachdem, welche, wie häufig da drin sind. Ja, die Babys und ein paar Galar-Pokémon, die sind schon gar nicht so verkehrt. Die Spezialforschung an Tag 1. Für Tag 2 wird es auch eine geben. Noch zur Erinnerung, nur für Ticket und man muss sich nur einloggen. Zwischen 10 und 20 Uhr einloggen. Wann man sie macht, völlig egal. Quelle, Serebi, ich habe es ins Deutsch übersetzt. Schnappschuss, 10 Rauch. Danke! Direkt für die 10 Stunden fertig. Rauch verwenden, 200 Superbälle. Ja, perfekt. Glurak, Turtok, Bisaflor bekommt man. 2 Raids muss man kämpfen. Nicht mal gewinnen. Dann gibt's kaum Alat. Und Relaxo für einen Freund hinzufügen. Plus ganz am Ende 10.000 EP, 10.000 Sternenstaub und 2 Glückseier auch noch oben drauf. Finde ich wirklich genial. Vor allem 10 mal Rauch. Dann haben wir Rotom. Die Waschmaschine habe ich gesehen, das Waschrotom, taucht auf, wenn man es als Fotobomb erhält und danach kann man es fangen. Neuer Pokédex-Eintrag. Und im Shop gibt es neue Boxen für alle, die wirklich lecker Schmecker sind, muss ich sagen. Aber, ja, ein bisschen mehr Fernrate-Pässe, wie auch immer, die kann man schon machen, auf jeden Fall, die sind gar nicht so verkehrt. Dann haben wir auch neue Raids und für alle, auch für alle, Kaumalat im 2-Sterne-Raid, der gute Kai und der gute Groudon, die beiden sind im 5er-Raid. Ja, paar andere, da ist man sich jetzt noch nicht so sicher, das wird man im Laufe des Tages auch selbst erleben. Es gibt Event-exklusive Sticker, man kann eben seine Pokémon-Box, was ich gleich noch machen werde, auf 3500 erweitern, 200 Geschenke kann man verschicken und öffnen an dem Tag. Sonnenschutz nicht vergessen, Powerbank einpacken, Regenschirm, falls es regnen sollte, Mund-Nasen-Schutz eventuell nicht übertreiben, das Event genießen, vollkommen auf gemütlich, die Spezialforschung ist einfach, also wirklich, habt Spaß und jetzt seht mir zu, wie ich schillernde Pokémon verschicke, um mehr Platz zu schaffen. Ja, es tut ein bisschen weh. Der Schilling, Alter. Wir geben jetzt ein paar Pokécoins aus. Jawohl, das machen wir. Und danach werden schillernde Pokémon verschickt. So, wo ist es denn? Man kann nämlich nun bis zu 3500 erweitern. Kostet immer 200 Pokécoins. Einmal habe ich mir schon gekauft. Also 9-mal dürfte ich noch kaufen können. War wirklich perfektes Timing, dass sie das noch vor dem Pokémon Go Fest gemacht haben. Ich weiß auch nicht, das kann nicht die Lösung sein. Einfach ganz viele Kostüm-Pokémon bringen und dann immer um 500 drauf, oder? Keine Ahnung. Also, aber 500, glaube ich, ja, das ist heftig viel. Jedoch für mich, ich bin so ein gemütlicher, ich bin auch ein bisschen faul, ich will da nicht andauernd verschicken und so. Okay, ich bin wieder vollständig, Itembeutel auch. Ich hätte schon gerne noch mehr Platz. Und den werden wir jetzt mal schaffen, indem ich, und keine Ahnung wieso, irgendwie seit 2 Tagen meine Tastatur auf Englisch ist, das Z und Y sind vertauscht. Ich mache das nun nach Funddatum und nicht nach Nummer, denn das soll jetzt kein großer Shiny Haul werden, also so wie ein Mode-Haul irgendwo einkaufen, dass ich euch alle meine Schillernden zeige. Aber Myrapla, Stunde, habe ich
leider mit dem Go Plus wieder. Die sind alle mit Go Plus, ansonsten hättet ihr sie im Video gesehen. Das finde ich so schade. Immer fange ich die Schillernden mit Go Plus. Ja, okay. Ich werde nämlich ausmisten, die aus den Events. Nebulak. Also, da kommen Pokémon weg. Das wird jetzt nicht das ultra spannendste. Die, die ich für IV benötige, die habe ich schon entwickelt und so weiter. Die können alle weg, weil ich habe so drüber nachgedacht. Zumindest nur die Community Day Pokémon. Die sind, ohne dass ich sie entwickelt habe, ohne dass es jetzt ein Gengar ist mit Attacke, noch nie hat mich jemand nach einem Community Day Pokémon gefragt. Hey, kannst du mir das tauschen? Auch die WP muss ich auch nicht beachten, denn wenn es jemand haben möchte, nicht unbedingt das WP-Höchste, vielleicht will sie jemand zum PvP verwenden und so. Da benötigt man dann zwar häufig irgendwie schlechtere IV, sagen wir mal, aber ich ballere da komplett welche weg. Vor allem jetzt immer die Community Days, die sind so lange, die laufen jetzt immer 6 Stunden. Keine Ahnung, wie lange das noch bleibt oder ob das jemals wieder entfernt wird. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand mal danach fragt. Wonach ich doch gefragt wurde, irgendwelche Entwickelten mit der Attacke, Brutalanda zum Beispiel. Aber nur die Basis-Pokémon, die jetzt, wenn ich so einen Nebulak auch fangen würde, na egal, aber ich werde natürlich jetzt nicht nur die verschicken, ganz langweilig, also werde ich schon machen, aber auch ein bisschen was bequatschen. Und zwar ist ja momentan das GoFest, ich werde an das Video vorne noch dran einige Tipps aus Australien schneiden, habe ich hoffentlich schon getan. Die sind immer, ich will nicht sagen Versuchskaninchen, aber die sind uns, lasst mich nicht lügen, einige Stunden voraus sind es 10 oder so. Auf jeden Fall sind die viel früher dran und da können wir dann schon solche Dinge erfahren, wie beim Pokémon Go Fest eben. Ja, und gestern mein Video, das war ja gesponsert von Google Play. Und ich möchte an dieser Stelle ehrlich sagen an alle, danke, dass ihr das so gut angenommen habt und mir auch vom Herzen gönnt. Ja, so ein paar kann man sich aufheben. So ein paar kann man sich wirklich aufheben. Eins hiervon noch weg. Und also wirklich, das hat mich sehr gefreut. Ich mache eigentlich nie Werbung für irgendwas. Und wenn, dann ich für Pokémon Go mit dem Google Play Store. Ich meine, besser kann es nicht laufen. Das habe ich. Nein, das habe ich auch mit dem Plus gefangen, aber irgendeins habe ich in ein Video reingeschnitten. So, das waren so ein paar. Kürzlich im Team Go Rocket Event, das habe ich zum Glück aufnehmen können. Genau, das war es nämlich, welches ich gefangen habe und danach noch eins mit Go Plus. Ich muss sagen, Mushas, dafür würden mich aber schon Leute hassen, aber bei Mushas bin ich kurz davor, auch Schillernde zu verschicken. Einfach zu viele. Weil mehr habe ich auch schon einige. Glibunkel, das war Lucky. Wingull wird richtig stark, also Pelipper für PvP. Sichlo habe ich schon ein paar. So, das goldene Raupi. Nein, nicht mein erstes, aber das hätte ich auch gerne in ein Video reingepackt. Das steigert natürlich die Klicks immer, die Schillernden. Aber wenn das alles mit dem Go Plus ist, kann man nichts machen. So, jetzt kommen wir zu Hornliu. Da wird wieder verschickt. Ja, nochmal zum Thema. Wirklich, Dankeschön, dass ihr das so nett aufgenommen habt. Das war auch für mich, ist man ein bisschen so nervös, wenn man da so einen riesigen Partner an der Seite hat, für den man so ein Video macht. Und ich habe da nicht so viel Erfahrung damit. Ich habe noch immer keinen Merchandise oder irgendeinen Gaming-Booster. Keine Sorge, das wird nie kommen. Wasser, trinkt Wasser. Jetzt mit dem Gutscheincode Schilling 10% bei der Wasserleitung sparen. Ich trinke auch nur Wasser und Kaffee. Ansonsten nichts. Und ja, Gaming-Booster, was gibt's noch? Irgendwelche Technikpartner. Aber egal, unterm Strich, was ich sagen möchte, einfach danke. Wirklich, Dankeschön und ich hoffe, heute haben wir alle viel Spaß und Erfolg beim Pokémon Go Fest. Ich weiß momentan noch nicht, vielleicht habe ich es mir bis dahin schon überlegt, wie ich das mache mit Content, also mit Video. Videomäßig. Ich habe keine Ahnung. Und wann isst man? Ich bin mir sicher, ein paar von euch Schlingel, die werden einfach sagen, oh, ich esse einfach nichts, aber macht das nicht. Das übertreibt es nicht. Das soll schon noch Spaß machen und kein Wettbewerb mit irgendwelchen. Ah, ich habe 2000 gefangen. Warst du nur so wenige? Genießt das. Geht mit euren Freunden gemütlich wo essen. So, da bin ich jetzt auch einig. Obwohl, ich habe noch immer so viele. Ach, du meine Güte. Geht mit euren Freunden ausgiebig wo essen. Und genießt das ganze Event. Ja, und danke Neuseeland und Australien. Bin schon auf Tag 2 gespannt.
Okay, hier mal wieder ein paar andere. Ja, Panzeron war aus PvP, glaube ich. Radfratz, sehr schön, von denen werde ich nichts verschicken. Und dann schon wieder ein Community Day. Von denen habe ich gar nicht so viele. Na, und wenn ich sie verschicke, ich weiß, manchen schmerzt es jetzt vielleicht in der Seele. Aber das sind immer Plätze zum Farmen. Und ich weiß ja jetzt schon, angenommen, es gibt dann kaum Alat richtig oft zu fangen oder so. Oder irgendwelche Kognito, dann denke ich mir wieder, ah, die hebe ich mir auf für Leute, die kein Ticket hatten. Und so. Aber ich werde sie dann sowieso nie hertauschen. Und dann, ja, habe ich wieder so lange die ganzen Dinger im Inventar, in der Pokémon-Box. Okay, na gut, da habe ich mal ein bisschen ausgemistet. Dann, bei Canivania war ich auch richtig lucky. Da muss ich zwar sagen, da packe ich zwei weg. Ah ja, oder die App. Okay, tschüss. Canivania hatte eben diesen Rauchtag. Da ist bestimmt auch fast jeder eingedeckt. Und alleine auch nur die Tatsache, ein Shiny ist ja ein Spezialtausch. Und ich habe jetzt 700 Schillernde. Ich könnte 2 Jahre durchgehend Spezialtausch-Shiny-Dingenskirchen machen. Okay, bei Snubbull habe ich gar nicht so viele. Hatte ich irgendwie mehr in Erinnerung. Da hatte ich echt mehr in Erinnerung. Also, da kommen wir jetzt zum Safari-Zonen-Event. Play at Home Edition. Da habe ich auch so gut wie, ja, einiges abgestaubt. Abra. Ach, du meine Güte. Ja, also ich meine, so viele sind es dann gar nicht. Aber da werde ich auch einige los. 200er habe ich entwickelt. Für PvP, für jede Liga habe ich die. Ich bin mir sicher, niemand wird jemals nach einem Abra von mir fragen für einen Spezialtausch oder was auch immer. Und selbst wenn, dann gibt es bestimmt irgendjemanden, der noch genügend davon aufgehoben hat. Man muss nicht die Person sein, die alles aufhebt. Ich muss da wirklich mehr ausmisten. Ja, das geht in Ordnung, so eine Handvoll aufheben. Der Barschwa habe ich eigentlich auch schon zu viele. Aber gut, das war immerhin kein Community Day. Kommt jetzt noch irgendein Event, wo es richtig viele gab? Ein Pantymos-Event oder wie? Boah, so lang keins bekommen und dann so viele. Gut, da habe ich ordentlich durchentwickelt. Und die kann ich mir schon vorstellen. Mit der Attacke, dass mich da mal jemand fragt, hey, warum nicht? Also, das finde ich in Ordnung, wenn ich die aufhebe. Gut. Genau, Picochila, das wollte ich auch noch machen. Holla, die Waldfeder war ja dieses Event. Ach du meine Güte, Moment, aber da gebe ich dann so Plinfa auch einige weg. Die für PvP habe ich mir alle schon markiert und rausgeschrieben. Ja, ansonsten, boah, ich bin echt schon gespannt. 10 Stunden durchzocken. Ich muss sagen, die anderen Pokémon Go Fest Events bisher immer, da war ich vor allem in Dortmund oder deutschsprachige Events, da bin ich sowieso nie wirklich zum Spielen gekommen, weil ich immer mit der Community gequatscht habe. Aber jetzt wirklich 10 Stunden durchzocken. Natürlich auch. Ich werde nicht bei den Hotspots rumlaufen, vielleicht auch die eine oder andere Stunde zu Hause. Immer mit Abstand, immer mit Vorsicht. Respektvoller Umgang mit anderen Leuten. Nicht, dass wir wieder Pokémon Go hier schlecht in den Medien haben oder irgendwas. Also nehmt bitte Rücksicht natürlich auf andere. Das werde ich auch tun. Und ich werde definitiv nicht hier irgendwo genau beim Stephansplatz rumlaufen, wo... Obwohl, ich glaube, momentan sind gar nicht mehr so viele Leute, weil ja kaum Touristen auch am Start sind. Egal. So, gut, das gefällt mir schon mal. Trassler, da war ich in Griechenland, da habe ich sowieso nicht so viele abgesahnt. Damit bin ich zufrieden. Jetzt geben wir hier noch Pico ein. So, Pico Chiller, genau. Sortieren nach Wettkampfpunkten. Jetzt verschicke ich auch noch ein paar davon. Also, wir gehen schon dem Ende zu bei diesem Video. Bin schon sehr gespannt. Erhöhte Shiny-Rate vielleicht. Was werde ich bekommen? Wie werde ich das Video machen? 10 Stunden zu 10 Minuten zusammenschneiden? Also, ich werde nicht durchgehend aufnehmen, aber ja, das dürfte ein spannendes Erlebnis werden. Jedoch auch für Niantic. Boah, ich glaube, Niantic-Mitarbeiter an dem Wochenende möchte ich nicht sein. Wenn da was schief geht, die haben mehr als 1 Million Tickets verkauft, dann sind so einige Spieler verärgert. Ja, bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin gut, ja, 30, 40, 50 Schillernde vielleicht losgeworden. Das ist schon wertvoll, wenn man die Plätze noch extra hat und dem man 30, 40, 50 Pokémon mehr verschicken kann, behalten kann, bevor man wieder verschickt. Ja, jetzt ist aber genug.
Obwohl, das sind noch immer zwei zu viele. Auf jeden Fall, ich habe ja auch noch... Ich habe schon ein paar entwickelt auch. Na gut, dann würde ich mal sagen... Gebe ich noch ganz flott schillernd hier ein. Auf wie viele sind wir runter? Wir sind auf 677 unten. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Na und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.